Wunderschönen guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit, heute auf ORF Sport Plus. Der Vorteil ist, wir haben ein paar Minuten mehr, so rund um die 25, und das Programm ist heute doch ein bisschen knackiger. Das heißt, wenn es dazwischen zu anstrengend ist, macht eine kurze Pause und steigt dann wieder ein. Ja, aber wir beginnen zunächst einmal relativ sanft. Gut, gehen wir es gleich an. Erste Übung, und zwar am Stand, dass wir uns bewegen und unsere Sprunggelenke mobilisieren. Dazu stellen wir mal seitlich hin. Das heißt, wir heben hier richtig schön die Ferse an, beginnen einmal ganz langsam uns, wie gesagt, auf die heutigen Übungen einzustimmen. Achten darauf, ja, wir sind aufrecht, wir machen uns groß. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule und einfach jetzt nur mal hier anzuheben, Sprunggelenk zu mobilisieren. Wir setzen unser Lächeln auf. Und wie gesagt, heute haben wir ein paar Minuten mehr als sonst. Das ist das Positive, wenn wir auf Sport Plus unterwegs sind. Richtig schön anheben. Genau. Ganz locker zunächst beginnen. Die Damen und Herren, die vielleicht heute zum ersten Mal mit dabei sind, ja, keinen Stress. Wir machen die Übungen immer nur so gut, also ihr macht bitte die Übungen immer nur so gut es geht. Ja, das heißt, Eigenverantwortung ist extrem wichtig. So, und dann können wir schon ein bisschen flotter werden hier von der Bewegung her. Das heißt, wir nehmen auch die Arme dazu. Arme schwingen mit, ich komme jetzt wieder zu euch. Genau, Arme schwingen, Atmung fließt, wir sind aufrecht, wir machen uns groß. Ja, da kommt mehr Schwung hinein, wenn die Arme hier mitschwingen. Und mehr Schwung kommt auch in ihr Leben, hat es mal geschrieben. Und zwar die Christina. Nach der Schwangerschaft macht sie sich wieder fit. Mit Fit mit Philipp haben wir das erste Video. Und ja, auch klein Julian, 6 Monate ist mit dabei. Ja, beide. Schau, der Julian probiert auch schon, die Bewegungen nachzumachen wie die Mama. Ne? Herrlich. Alt und Jung, entschuldigen. Also Mama und Kind gemeinsam. Aber wir haben natürlich auch viele Fotos, wo Opa, Oma, Papa, Mama, Tante alle mit dabei sind. Ja? So, nächster Schritt. Wir erhöhen das Tempo. Nordic Walken. Und die Damen und Herren, die sich zutrauen, beginnen jetzt einmal am Stand zu laufen. Genau, laufen. Die anderen werden schneller walken hier, mit den Armen etwas mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, damit wir richtig aufwärmt sind. Das machen wir jetzt ein paar Sekunden lang. Setzt unser Lächeln auf, jeder für sich, so schnell es geht. Einsteiger so, Fortgeschrittene werden flotter und die anderen, genau, richtig schön am Stand zu laufen, Atmung fließen zu lassen, Lächeln aufsetzen, damit wir richtig aufwärmt sind. Okay, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2 und 1. So, ganz kurz einmal nur ausschütteln. Wir bleiben auch gleich in der Bewegung. Und zwar, wir beginnen am Stand zu gehen. Und jetzt, aber einmal Ferse, einmal Spitze. Ein bisschen was Koordinatives. Ja? Also rechts die Ferse, links die Spitze. Ja, das machen wir jetzt einmal. Genau. Auch da kann man ruhig im Takt mitschwingen, ein bisschen größer werden von der Bewegung her. Ja, entweder ganz einfach so, rechts, links oder dynamischer. Im Takt dazu schwingen, rechts, links, sehr gut. Ja, wie gesagt, Spitze, Ferse. Und dann werden wir das Ganze natürlich umdrehen. Ja, und zwar nach der nächsten Bewegung. Jetzt gehen wir links auf die Ferse und rechts auf die Spitze oder umgekehrt, wie auch immer. Ja, spitze Ferse. Ja, ein bisschen zum Runterkommen jetzt nach dem Laufen. Sehr schön. Mobilisieren, aktivieren in den frühen Morgenstunden. Atmung fließt. Ja, sehr schön. Und der nächste Schritt, der kommt, ist folgender. Und zwar, wir heben ein Bein an, Kniehub, Ferse. Kniehub, Ferse. Jeder so gut er kann. Einsteiger heute, heben nur leicht an. Fortgeschrittene weiter nach oben und auch da geht dann wieder natürlich das Ganze im Takt. Schön nach oben ziehen, dort wo es geht. Jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Ja. Und man kann sich auch dazwischen natürlich einmal probieren zu steigern. Das heißt, wenn es bis dato nur bis daher ging, schaue ich, geht es eine Spur weiter nach oben. Ja, sehr gut. Und ihr werdet Fortschritte merken mit der Regelmäßigkeit der Bewegung. Sehr schön. Nach oben ziehen, rechts, links. Ja, einmal noch. So, und jetzt wechseln wir. Links die Ferse, rechts ziehen wir nach oben. Ja, auch da wieder jeder für sich, so gut es geht. Oben ziehen, Atmung fließt. Ja, und dann habe ich noch ein Foto bekommen, und zwar der Wolfgang hat mir das geschickt. Sein Papa, der Günther, da ist er schon. Ja, durch Fit mit Philipp,
fallen ihm Wanderungen jetzt wesentlich leichter. Also man merkt, es zahlt sich aus, wenn man das macht. Ja? Und wie gesagt, da sind wir wieder bei der Regelmäßigkeit. So, noch 3, 2, 1 und aus. Wir schütteln ganz kurz aus. Nächste Geschichte, die wir machen, wir gehen in die Grätsche, leichte Grätsche oder größere Grätsche und beginnen uns hier zu bewegen. Das heißt, mit unseren Fingerspitzen handeln wir uns schon langsam nach unten, soweit es geht, Richtung Zehenspitzen. Ich sage immer, die Franz-Schmal-Gedächtnisübung, ein Klassiker in Sachen Aufwärmen. Da haben wir die Rotation mit dabei, schwingen von der einen zur anderen Seite, Einsteiger fangen da weiter oben an, so gut es geht, aber schaut, dass ihr da die Rotation mit dabei habt, sehr gut, wir schwingen, ja, haben einen Spaß dabei, denn das Schöne ist ja, wir sind ja die größte Bewegungsgruppe Österreichs, ja, unglaublich, so, rechts, links, sehr schön, sehr gut, und da haben wir die Rotation, achtet wirklich darauf, rechts, links, Rotation, Atmung fließen lassen, so gut es geht. Naja, da kommt der Kreislauf auch gleich wieder richtig in Schwung, kann man sagen, oder wie ein Schwitzen. Und wieder nach unten gehen, wenn es geht. Und da die Rotation, wie gesagt, die ist uns extrem wichtig. Sehr schön, wir kommen wieder nach oben. Sehr gut. Schütteln wir mal ganz kurz aus. Als nächstes machen wir Folgendes. Und zwar dazu brauchen wir eines unserer Beine, das wir verwurzeln. Ich verwurzel einmal das linke Bein. Körperspannung ist da. Und dann heben wir ab. Das heißt, wir haben hier den Kniehub. Wir strecken. Ich stelle mich seitlich hin, dann sieht man es, glaube ich, besser. Also Kniehub, strecken, beugen, strecken. Und da achten wir drauf, dass wir da parallel sind. Also Kniehub, strecken, beugen, strecken. Das heißt, da kräftigen wir vorne, dehnen hinten, gehen nach unten und da umgekehrt. Da kräftigen wir hinten und dehnen vorne und strecken wieder. Und wir stehen aufrecht. Genau, und das kann man auch machen mit einer Gehhilfe, einem Rollator, wie auch immer. Man kann sie anhalten, man kann sie als Sessel dazu nehmen. Die Damen und Herren, die sich nicht so sicher sind, ja, macht einmal eine kleine Bewegung. Einmal, zweimal, ja, einmal strecken, beugen und dann probieren natürlich so gut es geht. Genau, und dann auch beugen hinten. Lächeln aufsetzen, Atmung fließen lassen, sehr schön. Übrigens auch morgen turnen wir auf ORF Sport Plus, gell? Und schön nach oben ziehen, sehr gut. Ja, Herrschaften, wir stärken unseren Körper, wir stärken unser Immunsystem. Nach oben ziehen, nach oben ziehen, beugen. Okay, wir stehen ab, wir wechseln jetzt das Bein, wieder gescheit verwurzeln. Und erst dann lösen wir aus und heben wieder nach oben. Strecken, beugen, strecken. Ich stelle mich nochmal seitlich hin. Ja. Einsteiger beginnen ganz locker mal. Eins, zwei, setzen ab. Dann weiter nach oben vielleicht. Ja. Wie gesagt, ihr entscheidet, ihr schaut, wie gut es geht. Und fortgeschritten, richtig schön. Das hudeln wir nicht ab, die Übung, sondern wir konzentrieren uns darauf. Und jetzt, apropos Konzentration, probiert einmal das Ganze in Zeitlupe zu machen. Hebt einmal in Zeitlupe das Bein an, seid voll bei der Sache, konzentriert euch, ja, Konzentration. Und jetzt setzt mal langsam wieder ab. Ja, und jetzt das Gleiche mit dem Beugen, in Zeitlupe. Gar nicht so leicht, gell? Da wackelt es richtig. Atmung fließt und wieder retour. Absetzen. Sehr gut. Komm wieder zu euch. Ja, und geht schon. Da gingen noch ein paar. Zack. Ja, Kniehub beugen. Kniehub strecken. Beugen. Strecken. Ja, sehr schön. Nach oben gehen. Okay, einmal geht noch. Beugen. Okay, ausschütteln. So, jetzt kommen unsere Oberschenkel dran, aber nicht nur einmal heute, sondern die haben wir da ein bisschen was einfallen lassen. Wir kommen zu unserer Kniebeuge. Die folgendermaßen aussieht, dann machen wir gleich auch den Bauch dazu. Und zwar, wir gehen nach unten und beim nach oben gehen, der nächste Schritt ist einmal, zweimal. Ja, dann wieder zur Mitte und dann gehen wir nach unten. Also jeder für sich nach unten gehen. Achtung, neben dem Oberkörper so viel geht. Das ist eine Schranzhocke und keine Kniebeuge. Ja. Wir gehen nach unten, so gut es geht. Jeder für sich, so gut er kann. Ja. Gewicht ist eher auf den Fersen. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Lächeln aufsetzen. Wir schieben schön übers Gesäß nach oben.
Und wenn wir dann oben sind, kommt die Bewegung. Eins, zwei. Ja? Und Einsteiger machen halt nur so, so kurz geht. Ja? Und das macht jetzt jeder für sich. Und geht schon, gehen wir schon runter. Jawohl, sehr schön. Genau, lasst euch Zeit, achtet dabei auf die Qualität. Ja. Richtig schön nach unten, kontrolliert euch selber. Vielleicht habt ihr auch irgendwo einen Spiegel, schaut drauf. Ja, das ist wichtig, weil, wie gesagt, ihr müsst euch selber kontrollieren, ich sehe euch ja nicht. Ja. Das heißt, ihr macht es auch so gut es geht. Und wenn ihr Pause macht, dann macht ihr Pause. Ja. Aber wie gesagt, nicht vergessen, ihr tut das für euren eigenen Körper, für eure eigene Gesundheit. Gesundheit. Ja, so. Und jetzt, weil es so schön ist, ja, schaffen wir noch 10 gemeinsam. Die machen wir. Geht schon, komm, die packen wir jetzt. 10 gemeinsam, okay? Also, 10. 9. 8. 7, 6, 5, Halbzeit, 4, 3, 2, und eins. Und da gehen wir nach unten. Und jetzt versuchen wir so gut wie möglich ein Stück weiter nach unten zu gehen. Kurz zu halten, zu halten. Ja, Fußspitzen zeigen nach vorne. Und jetzt schieben wir schön nach oben. Und einmal geht's noch. Einmal, zweimal. Sehr gut. Na, da kommt man schön schwitzen. Ne? So, jetzt wird's ein bisschen entspannter. Kurzer Break dazwischen. Und zwar, wir kümmern uns um unsere Fußsohlenmuskulatur. Beziehungsweise, dass wir da unten richtig schön mobilisieren. Dazu bewegen wir uns jetzt einmal so von rechts nach links. Ja, ganz ein angenehmes Gefühl. Und ihr bitte, genau, Atmung fließen lassen, wieder runterkommen. Ihr werdet merken, auch bei mir habt ihr die ersten Schweißperlen auf der Stirn, also nicht nur ihr. Und wir haben gesagt, heute Mittwoch, Mitte der Woche, das heißt, wir sind ein bisschen intensiver, gell? Ja, sehr gut. Wir wollen uns ja auch verbessern. Super, so, okay. So, und jetzt machen wir das Ganze nach vorne. Gehen wir nach vorne, vorne und wieder retour, nach vorne, retour. Ja, und beim nächsten Mal retour bitte, versucht, hoppala, mit den Zehen hier so richtig schön hinein zu krallen. Das ist wie da, wenn wir curlen, Fußsohlengymnastik. Ja, nach hinten ziehen, reinkurlen. Wenn ihr euch unsicher fühlt, haltet euch irgendwo an. Sessel oder wie immer, Türstock, alles ist erlaubt. Körperspannung ist da, wir ziehen nach hinten. Ich komme wieder zu euch. Genau, und nach hinten ziehen. Ja, sehr schön. Das ist gut. Genau. Fußsohlengymnastik. Die Fußsohle, die brauchen wir im täglichen Leben immer wieder. Gell? Da müssen wir auch drauf schauen, die müssen wir hegen und pflegen, die müssen wir trainieren. Ja? Müssen, sollten wir. Hm? Desto besser wir trainiert sind, ja, desto besser geht es uns. Und mit unserem Training, das wir tun, oder mit unserer gemeinsamen Bewegungseinheit, stärkt man auch das Immunsystem. Und gerade in Zeiten wie diesen extrem wichtig. Also, wir bleiben dran. Ja? So, und weil es so schön ist, machen wir noch 5. 4, 3, 2 und 1. So, das war jetzt ein bisschen was zum Durchatmen. Jetzt geht es wieder in die Oberschenkel und zwar bekommen wir uns unserem Ausfallschritt. Ja? Das heißt, wir steigen nach vorne, stabilisieren einmal, ja? Und jetzt gehen wir praktisch mit dem Gesäß gehen wir nach unten. Mit dem Gesäß nach unten. Ja? Das heißt, wir gehen nicht so nach vorne, sondern wirklich, Gesäß geht nach unten. Ja? Jeder für sich so gut er kann. Kann man auch ein bisschen größer machen vom Schritt her und dadurch dann auch weiter nach unten gehen. Sehr schön. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Okay? Also stellt euch hin. Achtung und geht schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, gehen wir, komm, da gehen wir noch 2, 9, hoppala, und der 10. Wir gehen nach oben, schütteln ganz kurz aus, ja, durchatmen, ich sage, heute wird es ein bisschen härter. So, und jetzt ist gleich natürlich mit dem anderen Bein,
Auch da stelle ich mich seitlich hin, jeder für sich. Einsteiger beginnen ganz locker. Macht es einfach nur so. Geht es nach unten, vielleicht die älteren Damen und Herren oder die noch nicht so fit sind, ganz kleine Bewegungen zu machen. Dann schauen, geht es ein bisschen weiter. Ja. Und die Profis gehen dann noch weiter nach unten. Also jeder für sich. Ja. Sehr gut. Und auch da ja, zählen wir jetzt wieder runter. 10, 9, ich komme wieder zu euch. Achtet bitte auf die Qualität. 7, habe ich 8 vergessen, so ist es. 6, ja, 5, dann machen wir noch einmal 5, ja, weil wir noch da vergessen haben. 5, 4, 3, 2 und 1. Wir kommen nach oben, schütteln kurz aus. Puh. So, schaffen wir noch 5 auf jeder Seite. Schaffen wir das? Dann machen wir das gemeinsam. Gehen wir, komm, jetzt beißen wir nochmal richtig rein. Jawohl, die Oberschenkel, die dürfen heute ruhig ein bisschen brennen. Das macht gar nichts. Morgen sitzen wir eh wieder. Der Klassiker am Donnerstag. Also, wir gehen nach vorne. Anderes Bein. Ja? Und wieder jeder für sich. Einsteiger. Ja? Beginnen weiter oben, Fortgeschrittene gehen weiter nach unten. Wir achten auf die Körperspannung. Gesäß geht nach unten. Nicht so wie nach vorne. Ja? Und dann machen wir jetzt schon. 5, 4, 3, 2 und 1. Und jetzt das andere Bein. Ja? Dann gehen wir durchatmen. Ein bisschen. Und wieder. 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Ja, das darf man schon spüren. Und wenn ich eine Zwischenpause gemacht habe, ist okay. Macht vielleicht einen Schluck Wasser, ja, trinken. Okay, und jetzt kommen wir schon zur Wadenmuskulatur. Dazu stellen wir uns praktisch jetzt da, stehen die beiden Beine nebeneinander, ziemlich eng zusammen. Und jetzt drücken wir uns schön nach oben. Nach oben drücken über die Fußballen, gehen nach unten, setzen aber nicht ganz ab. Ja, das machen wir jetzt auch gemeinsam. Schön nach oben drücken. Atmung fließen lassen. Genau, und achten darauf, dass wir mit der Ferse nicht aufsetzen. Und ihr seht, auch ich schwitze schon. Ja? Sogar da habe ich schon die Schweißflecken am T-Shirt. Ja? So, nächster Schritt. Ja, wir setzen kurz ab, werden eine Spur breiter. Und auch da wieder drücken wir wieder nach oben. Jeder für sich, so gut es geht. Wenn ihr, wie gesagt, zum Durchatmen einen kurzen Break, eine Pause macht, macht das. Nicht zu viel, jeder für sich. Wir haben ja leider Gottes, leider, wir sind halt doch weit über 200.000 und da ist halt der Unterschied zwischen den einzelnen Damen und Herren auch gewaltig, kann man sagen. Vom Top-Profi bis zum Einsteiger, wir haben alles mit dabei. So, und jetzt natürlich werden wir noch breiter, 10 Spitzen zeigen nach vorne. Ja. Aber das Schöne ist das, wir trainieren alle gemeinsam. Ja. Alle sind mit dabei. Es ist wurscht, auf welchem Niveau, egal wie jung, egal wie alt. Und jetzt drücken wir noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Somit haben wir die komplette Wadenmuskulatur, ja, Unterschenkel richtig schön gekräftigt. So, jetzt kommen wir. Iliosakralgelenk. Ganz wichtig, unser Bindeglied zwischen Oberkörper und den Beinen. Deshalb stellen wir uns folgendermaßen hin, greifen da, ja, so, da wo die Knochen sind, greifen wir hin. Ja, und jetzt ziehen wir ein Bein nach oben und auch das andere nach oben ziehen. Ihr könnt es probieren, indem ihr die Fußspitze praktisch nach oben zieht. Nicht so wogeln, sondern wirklich da schön nach oben ziehen. Oben ziehen, ja, sehr gut. Atmung fließen lassen. Atmung. Nach oben ziehen. Sehr schön. Da sind wir schon dabei. Sehr gut. Brauchen wir mobilisieren. Kurz die Zeit zum Durchatmen, weil jetzt wird es gleich noch ein bisschen interessanter. Oberkörper ist dran. Ja. Stabilität ist gesagt, angesagt. Okay, und zwar kommen wir zu unserer Standwaage. Die, die schon lange mit dabei sind, kennen das. Entweder stellt ihr euch zu einer Wand oder wohin, wo ihr euch abstützen könnt. Sieht folgendermaßen aus. Ein Bein, ja, verwurzelt. Wir geben die Arme nach oben und bewegen uns jetzt mit unserem Körper nach vorne. Wir bewegen uns nach vorne. Einmal. Schauen wir mal, wie gut geht es. Ja. Wie stabil bin ich da? Wackel ich oder wie geht es mir dabei? Zweimal. Ja. Wenn ich merke, das geht, mache ich einen Schritt retour, falls ich vor einer Wand stehe oder sonst irgendwo. Und dann versuche ich, etwas weiter nach vorne zu gehen. Ja. Geht auch ganz gut, komme ich wieder retour und jetzt wieder mit dem anderen Bein. Ja, nach vorne gehen, hoppala, da darfst du ruhig wackeln. Wackeln ist gut, sehr schön.
Und dann natürlich könnt ihr mal probieren, so weit wie möglich nach vorne zu gehen. Ja, schaut mal, wie weit geht's. Schauen wir mal, nach vorne. Ja, jeder für sich. Jetzt egal in welcher Position, ob so, so oder so. Wir halten jetzt einmal kurz, wir halten und jetzt kommen wir retour. Und jetzt machen wir das Ganze natürlich mit dem anderen Bein. Ja? Auch wieder so weit es geht, nach vorne zu kommen. Nach vorne. Ja, sehr schön. Darf ruhig wackeln. So weit es geht. Ja? Kurz halten, entweder auch hier so, so, hoppala, oder ja, schaut her. Da wackel jetzt, muss ich austarieren, aber das ist okay. Da machen wir was für unser Gleichgewicht. Und wir kommen wieder retour. So, und damit geht's noch. Ja? Einmal noch, jede Seite, jeder für sich. Geht nach vorne. Halten kurz in der Position, wo ihr sagt, das geht gerade. Ja, kommen wieder retour. Und jetzt nochmal die andere Seite. Geh nach vorne, geh nach vorne. Auch da wieder halten wir, machen uns lang, stabilisieren gescheit mit unserem Standbein. Kommen retour und schütteln kurz aus. Na, das kann schon heute ein bisschen was, gell? Aber gut, Schatz, schwitz, schwitz. Ja. So, nächster Schritt, Butterfly. Dazu beugen wir leicht die Knie, gehen nach unten. Ja, und jetzt zeigen die Arme praktisch, die Arme haben hier einen 90-Grad-Winkel und wir ziehen jetzt mit unseren Armen nach oben. Richtig schön nach oben ziehen. Ja, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Ja, wir können auch die Pobacken zusammenkneifen. Ja, Körperspannung, die ist da. Nach oben ziehen. Variante Nummer 1. Variante Nummer 2. Wir schieben nach vorne. Das heißt, wir ziehen nach oben, schieben nach vorne. Ja, und Variante Nummer 3, wie die Profi-Variante ist, einbeinig. Wir heben an, schieben nach vorne, ja, oder wir heben an und Arme und Beine gehen nach vorne. Und nach hinten, beziehungsweise Arme nach vorne, Beine nach hinten, kommen retour. Genau, das ist die Profi-Variante. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ihr könnt euch auch Gewichte dazu nehmen und könnt es probieren mit einem Gewicht. Ja. Auch sehr interessante Geschichte. Schön nach oben ziehen. Ja. Und da machen wir schon. Geht schon. Und jetzt probiert einmal nach oben und nach vorne oder einmal einbeinig. Ja? Wenn es ein bisschen wackelt, macht gar nichts. Ihr könnt euch immer wieder abstützen. Ja, noch. Schön. Sehr gut. Und die Regie lacht. Warum lacht die Regie wegen Schweiß? Wir kommen wieder retour nach vorne. Okay. So, meine Damen und Herren, das war schon der anstrengende Teil. Jetzt wird es entspannter und zwar wir strecken uns einmal nach oben und pflücken da einmal, machen uns lang, regeln uns da, genau, atmen einmal durch. Wir können auch dabei die Fersen anheben, ja, zack, rechts, links im Wechsel, Fersen anheben, zeig's einmal so kurz her, richtig und schön lang machen, genau, einfach schön strecken, angenehmes Gefühl, ja, das tut gut, gell, brauchen wir auch. Super war's heute wieder, Wahnsinn. Leute, ihr könnt alle stolz auf euch sein und ich bin es auch. Ja. Und dank euch ist Fitbit Philipp super unterwegs. Ja. Bei ihr seid die Wahnsinns. Ja, dafür Dankeschön. So, nach oben. Okay, schütteln kurz aus. Jetzt der nächste Schritt, wir stellen ein Bein, stellen wir vorne. Arme ziehen nach hinten. Ja. Und jetzt lasst wirklich immer die Atmung fließen. Einfach einatmen und dann langsam ausatmen. Kommt zu euch. Ja. Atmen. So, anderes Bein nach vorne. Ja. Und wir ziehen mit den Armen nach oben. Auch da wieder. Atmung fließen lassen, ich komme zu euch. Ja, und wie gesagt, wir sind die größte Bewegungsgruppe Österreichs. Wahnsinn, am Montag, glaube ich, waren wir schon wieder 240.000. Und ich sage, wir gemeinsam holen uns natürlich unsere Raume. Die holen wir uns. Deshalb bitte voten, voten, voten unter raume.at oder via Stimmzettel in Kurier oder TV Nachlese. Ja, so, wir schütteln jetzt ganz kurz aus. Jetzt einmal noch. Ja. Gehen wir kurz nach unten. Nach unten gehen. Gehen nach oben, jetzt atmen wir mal richtig gut ein, einatmen und dann beim nach vorgehen alles rausatmen, ausatmen, ganz, ganz wichtig. Ja. Also, ich freue mich schon auf morgen wieder auf OF Sport Plus und wie immer, trinken, 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 denn ihr wisst, die Zelle, die muss schwimmen.